So, hallo Leute, heute führe ich mal meinen Hut aus mit einer violetten Bandana und einem violetten Hut. Hä? Wie schaut's aus bei euch? Mein Hörspiel kommt super an. Muss mal schauen, wie das wird. Jetzt die Tage. So. Ja, ich mache jetzt für euch ein paar Sätze auf. Was haltet ihr von meinem neuen Hut? Hä? Wie schaut's aus? 1300 Mal runtergeladen. Mein Hörbuch. 1300 Mal. Ja, ich kann jetzt viel erzählen. Wisst ihr, dass die uns hinterher sind? Dass die uns holen wollten? Bis dann die entscheidenden Mithörer und Mitwissenden unter Waffen standen. Wir haben Themen angesprochen. Wir haben gesagt, es gilt kein Blatt vor dem Mund. Dann sind die uns hinterher. Bis auf die Inseln, die mit Versteher von Andreas Mark Bernet hier, Mark Walle, Luzifers Gattung, die Violette gegründet hat, dass man nicht alles sagen darf, was man sagen kann. Ja, und da wollten die uns umlegen. Knallhart. Ich weiß es nicht, Kraft will ich nicht dazu sagen. Es ist halt einfach, man sagt nicht alles, auch wenn es geht. Na? Und die Grenzen, die muss erstmal ausforschen. Warum haben wir denn Verbote wie verschiedene Literatur? Warum hat es russische und amerikanische Sondereinheiten gegeben, die deutsche Literatur gesammelt haben? Und die Aktion Paperclip? Ja, wacht mal auf aus eurem Dornröschenschlaf. Europa, insbesondere Deutschland, Frankreich, Achse, London, Vatikan, Paris, Berlin, das war das pochende Herz der Welt. Das pochende Herz der Welt. Die haben uns zweimal im Zingeltanz zerschlungen, aber wir sind immer noch da, wir stehen immer noch. Ja, diverse Menschen mit Würde und mit Wissen. Na, und deswegen Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit, die steht im Grundgesetz, Leute. Ich mag nicht, was du sagst, aber ich werde mich wegrammen vielleicht lassen, dafür, dass du es sagen darfst. Gibt es ein Zitat? Das ist das Grundgesetz heute. Und wer dem Grundgesetz nicht frönt, der ist mit dem Deutschen Reich. Und da gibt es die Todesstrafe. Die Zeiten wollen wir ja nie mehr hin. Ne? Todesstrafe brauchen wir nicht mehr. Das muss nicht sein. Deswegen das Grundgesetz hochhalten, auch wenn der Paragraph 23, der Geltungsbereich, der sagt ja, das Grundgesetz gilt nicht. Aber was beinhaltet das Grundgesetz? Die bayerische hier, die Verfassung Bayern. So, was ist mit dem bayerischen Verfassungsgesetz? Da fehlt das Original in Zeitgeschichte. Da habe ich geforscht. Da habe ich nicht Ruhe gegeben. Da habe ich gesagt, das bayerische Grundgesetz, also das bayerische Verfassungsteil, wo wir noch einen König hatten, Das Original fehlt, wenn wir uns nicht benehmen. Ich habe nämlich so lange geforscht, bis ich den Gründer von dem Bundesgesetzblatt ermittelt habe in Raumzeit. Und dann ruft er mir zu, ja, Walle, ich habe damals nur Zettel sortiert und das ist der Bundesanzeiger in der Menschengeschichte geworden. Also gilt jetzt das Bayerische, ja dann gilt es Deutsche Reich. So, was macht man jetzt? Da ist schier auf Landesverrat der Tod ausgesetzt. Das brauchen wir doch nicht mehr. Ja? Was machen wir dann? Dann habe ich eine Selbstverfassung geschrieben, die nur mich betrifft. Dann haben die mich vom Deutschen Reich in Ruhe gelassen. Ja, das ist unglaublich. Also, sag noch einer, was nicht geschrieben steht, Wissen in Stein im deutschen Volke, dass es nichts wert ist. Also das Grundgesetz, wenn wir einhalten, Paragraph 2, Absatz 2, die Unversehrtheit des Menschen ist unantastbar. Dann möchte ich auch nicht mehr, liebe Leute. Also ein Grundgesetz pro Beitrag, jetzt gehe ich mal einkaufen. Bis dann. Ja, ermittle ich den Gründer vom Gesetzblatt zu Bonn, zum Bundesgesetzblatt. Und dann ruft er mir zu, Andreas, ich habe doch nur Zettel sortiert am Anfang.
Daraus erwuchs der Bundesanzeiger. Dann ermittle ich weiter, warum ist dieses Dokument der bayerischen Verfassung weg? Dann sagen die, weil wir es hier nicht verdienen. Weil wir eine Verfassung in der Form nicht verdienen, weil wir so viele sind, weil wir uns nicht benehmen. Na, also müssen wir irgendwo dazwischen dem Grundgesetz und dem Reichsgesetzen uns wiederfinden. Na, ja, so ist es halt. Ne? Aber wir hatten die 1871 mal gelesen. Ich habe sie mal gelesen. Ne? Der Beamte wird vom deutschen Kaiser ein- und wieder ausgestellt. Ne? Wird wieder entlassen, suspendiert. Das hat nämlich dem Beamtentum gefehlt, dass da einer richtig entlässt. Und deswegen habe ich die Reise aufgenommen, an deutschen Kaiser anzudenken, um zu sagen, ja, Internetkaiser für die Beamten, damit sie die Psychose loskriegen, dass sie für immer im Dienst stehen. Das war aber alles wurscht gewesen, die wollten mich ja nicht mehr. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Heute bin ich bei Telegram, schreibt mich eine an. Unsere Wohnung ist verbrannt. Richtig, die Fassade gesehen, wie sie fackelt. Und hat sie gefragt nach Schuhen für Kinder und nach Schuhen für den Lebenspartner wahrscheinlich. Und jetzt habe ich ein paar Sicherheitsschuhe dahin geschickt. So. Die wird sich gefreut haben, hoffe ich irgendwann. Ja. Und dann sehen wir weiter. Na, ich wäre auch gern in der Gunst der Stunde, wenn mir mal die Bude fehlen sollte. Ne? Ich habe schon mindestens 4-5 Headsets verschickt an Menschen, die nicht das Redevermögen hatten. Ich habe schon einem 800 Euro nach Russland überwiesen. Von dem hast du dann nichts mehr gehört. Das war der Rumpelstilz. Der Rumpelstilz ist dann gestorben. Wahrscheinlich. Der war Berliner. Hat von seinem Server gelebt und ist dann nachher nach Russland, um weiter berichten zu können, investigativ. Und da hast du nie mehr was gehört. Aber es geht ja. Ja, wenn das mal zwischenmenschlich eigentlich schöner funktionieren würde, ne, dann wäre doch das alles nicht nötig. Oder? Jetzt die Ausgleichszahlung, die Zeitungen erhalten haben, 40 Millionen, damit die alten Herren und Damen im Altersheim ihre Zeitungen noch kriegen. Mir ist doch wichtig, dass alles funktioniert. Der Fernseher, der Funk, das Telefon, das Internet und Zeitung. Das ist doch alles wichtig. Ja, wenn das Fernsehen fehlgeht, was fehlt denn als nächstes? Das Internet? Wer ist denn da noch in Frage vielleicht? Na? Also ich für meinen Teil, ich respektiere nicht nur das Grundgesetz, ich sage sogar, das ist die Verfassung der BRD von weiten Teilen der Bevölkerung. Darüber hinaus wird es dann irgendwie telepathisch aufgeklärt über das Grundverständnis, dass es doch alles ein Fragment des Deutschen Reiches ist. Das Deutsche Reich war eine gesamte Weltzeit. Da mussten die Spanier und die Südamerikaner so lange schweigen. Deswegen waren die dann sauer. Na? Ja, na, mich hat es ein wenig erwischt in der Schweiz, in London, auf einer Raumstation. In Südamerika haben sie mich vertrieben, weil ich ja pro-deutsch war. Bei der Aktion pro-deutsch dabei. Dem Leben war ich dann noch Erdenantrieb. Erdenantrieb. Sondereinheit Erdenantrieb. Und dazwischen hinaus sterbende Menschen gesehen, inklusive der Bewegung meiner selbst. Ich habe sie gerade noch gewehrt, wegen der Gemütlichkeit, die von mir ausgeht, haben sie mich länger gewähren lassen. Na? Und haben mich gelten lassen. So, liebe Leute, jetzt bin ich gleich daheim. Ich schneide euch das schön zusammen. Also Grundgesetz gilt es Bayern dabei, Deutsches Reich gilt es Bayern dabei. Wir haben eine über 500-jährige Geschichte und der müssen wir Rechnung tragen. Bei beiden war Bayern dabei. Also, und jetzt machen wir das Beste draus. Meine Notverfassung
die nur dann gilt, wenn dieses Grundgesetz da liegt. Ja, das ist wie eine Hausordnung. Müsst ihr euch selber überlegen, wie ihr das macht. Ja? Ist nicht so einfach. Also dann grüße ich meine Lieblinge schön, insbesondere meine Frau. Ich liebe dich, Schatz. Na? Denk dran, ich mache das auch für dich. Bis später.